Die regionale Wirtschaft im Fokus mit Business TV. Erfahren Sie alles Wissenswerte über die bedeutendsten Unternehmen der Region. Informativ und kompetent. Business TV in Kooperation mit der IHK Würzburg-Schweinfurt. IHK TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mainfranken-Würzburg. Würzburg-Schweinfurt. Wir melden uns heute vom neuen TGZ hier am Hubland in Würzburg, einem Stadtteil, der gerade entsteht und recht windig ist es hier oben. Und wir schauen einmal nach, wie es denn aussieht in diesem neuen Technologie- und Gründerzentrum hier in Würzburg. Und das sind weitere Themen der Sendung. Finanzminister Markus Söder zu Gast bei der IHK-Frühjahrsvollversammlung. Wirtschaftsministerin Ilse Aigner ehrt die besten IHK-Weiterbildungsabsolventen. Zukunftsforum Handel zum Thema moderne Innenstädte. Bildungsreport: Mainfränkische Unternehmen schließen mehr Ausbildungsverträge ab. Das Technologie- und Gründerzentrum in Würzburg ist eine echte Erfolgsgeschichte. Da haben sich die Industrie- und Handelskammer, der Stadt- und der Landkreis Würzburg, die Handwerkskammer und die beiden Hochschulen zusammengetan vor fast 30 Jahren und haben gesagt, wir schaffen einen Ort für junge, innovative Gründer. Wir helfen denen beim Start, ein Unternehmen aus ihrer Idee zu machen. Jetzt geht das hier in diesem hochmodernen Neubau und der wurde vor kurzem eingeweiht. Volles Haus bei der Einweihung des neuen Technologie- und Gründerzentrums. In nur 21 Monaten Bauzeit ist das hochmoderne Gebäude entstanden. Von Anfang an begleitet und unterstützt hat das Projekt Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Wenn man von etwas überzeugt ist, dann bleibt man auch am Ball. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir junge Menschen unterstützen, die innovativ sind, die kreativ sind, damit wir ihnen auch eine Grundlage eben geben für eine erfolgreiche wirtschaftliche Weiterentwicklung in einer eigenständigen und selbstständigen Existenz. Der Neubau ist bereits vollständig vermietet, zum Beispiel an innovative Gründer im Bereich der Softwareentwicklung. Aber auch das Zentrum für Telematik und das Bayerische Rote Kreuz sind Mieter. Das neue TGZ steht in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Einrichtungen der Universität am neuen Campus Nord. Die enge räumliche Verbindung zur Wissenschaft ist kein Zufall, denn Wirtschaft und Wissenschaft sollen eng zusammenarbeiten. Es gibt in der Wissenschaft so viele Themen, die für uns irgendwann wirtschaftlich von großer Bedeutung sein werden, wenn man das Thema Digitalisierung nur nimmt als ein wichtiges Megathema, dann weiß man, dass das eigentlich die Zukunft von morgen sein wird. Auch Bayerns Ministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie ist zur Einweihung gekommen. Ilse Aigner weiß, Gründerzentren schaffen Arbeitsplätze und der Wohlstand von morgen braucht die Gründer von heute. Die Grundlagen für die Zukunft werden immer heute gelegt. Wenn man die heutigen Entwicklungen ansieht, dann sind es im Wesentlichen Erfindungen, die schon einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurückliegen. Und deshalb müssen wir immer schauen, dass wir am Ball bleiben oder vielleicht einen Schritt voraus. Mit der Schlüsselübergabe an Geschäftsführer Dr. Alexander Zöller und dem christlichen Segen wurde das Technologie- und Gründerzentrum offiziell eingeweiht. Die Einweihung ist geschafft, der Schlüssel ist übergeben hier an den Hausherrn Geschäftsführer des TGZ, Dr. Alexander Zöller. Welches Umfeld finden denn hier die Gründer vor, also die Mieter, denen Sie hier beim Start-up helfen? Die Mieter finden hier optimale Stadtvoraussetzungen für eine Unternehmensgründung. Wir haben hier die komplette Wertschöpfungskette im Gebäude von anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung, in der neue Produkte, neue Märkte erschlossen werden, neue Arbeitsplätze geschaffen werden und das Ganze kann dann direkt umgesetzt werden in jungen Unternehmen. Wir haben hier beste Infrastruktur. Also ich sage immer, das TGZ ist das beste Schiff in der Flotte der Bayerischen Gründerzentren. Und diese ideale Infrastruktur, die nutzen wir für Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Digitalisierung. Wir haben mit dem Arbeits- und Sozialministerium
ein ESF-gefördertes Programm aufgelegt, Mainfranken 4.0, damit wir unsere Arbeitskräfte und unsere Unternehmen voranbringen können auf dem Weg der Digitalisierung. Vielen Dank, Herr Dr. Zöller, soweit. Wir schauen uns gleich noch ein bisschen genauer um in diesem brandneuen Gebäude in dem Technologie- und Gründerzentrum in Würzburg. Vorher noch Nachrichten aus dem Kammerbezirk der IHK Würzburg-Schweinfurt. Und da blicken wir zuerst nach Schweinfurt. Gerade war ja die Wirtschaftsministerin hier in Würzburg. Der Heimatminister, der ist in Schweinfurt. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten. Innovation in der mainfränkischen Wirtschaft absichern. Das Thema bei der Vollversammlung der IHK Würzburg-Schweinfurt. Referiert wird es von Bayerns Finanzminister Markus Söder. Ein wichtiger Aspekt in seinem Vortrag: Als Innovationsstandort und Heimat vieler groß- und mittelständischer Unternehmen hat Bayern die stetig voranschreitende Digitalisierung der Wirtschaft und Verwaltung im Auge. Wir stehen ja vor großen Herausforderungen, insbesondere Digitalisierung stellt uns immer wieder vor die nächste Evolutionsstufe und da wollen wir von Seiten des Freistaats Bayern eine Menge für tun. Unser Ziel ist, das Land flächendeckend zu erschließen mit digitaler Infrastruktur. Der Ausbau des Breitbandes kommt in Unterfranken gut voran. Über 92% aller Gemeinden sind bereits im Verfahren. Wir verlegen bayernweit 10.000 Kilometer Glasfaser. Wir ergänzen es jetzt mit WLAN. Also man spürt richtig, es ist ein digitaler Aufbruch auch in Unterfranken vorhanden. 1,5 Milliarden Euro investiert der Freistaat in das Förderprogramm des Breitbandausbau. Neben der digitalen Infrastruktur ist für Bayerns Finanz- und Heimatminister aber noch eines ganz wichtig. Und zwar das digitale Denken. Die Geschäftsidee ist das Spannende. Mal so ein Beispiel: in Amerika käme man kaum auf die Idee, immer nur so Schaufenster anzubieten, wo der Kunde sich die Produkte aussuchen soll. In Amerika überlegt man, wie kann man den Kunden eigentlich die Wünsche gleich erfüllen. Also im Zusenden von bestimmten Informationen. Also so digitale Ideen zu entwickeln, digitale Start-ups zu entwickeln, das ist unsere Aufgabe. Die Wirtschaft in den Vordergrund stellen, mit zahlreichen innovativen Ideen für die Zukunft. Die IHK Würzburg-Schweinfurt hat die 110 besten Absolventen der IHK-Weiterbildungsprüfungen aus dem vergangenen Jahr geehrt. Übergeben wurden die Meisterpreisurkunden von IHK-Präsident Otto Kirchner und Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner. Die Wirtschaft brauche sowohl akademisch als auch beruflich qualifizierte Fachkräfte. Trotzdem beginnen mittlerweile aber mehr junge Menschen ein Studium als eine Berufsausbildung. Beim Zukunftsforum Handel diskutierten Vertreter der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung, wie man die Innenstädte in einer Zeit fortschreitender Digitalisierung attraktiv halten könne. Eine wichtige Rolle spiele dabei das sinnliche Erleben, das der Internethandel nicht bieten könne. Ein analoger Knoten in einer digitalisierten Welt müssten die Innenstädte sein. Um das zu erreichen, sei die positive Zusammenarbeit der Akteure in den Innenstädten nötig. Zurück zu IHK TV, heute aus dem TGZ in Würzburg. Wer es beruflich bis ganz nach oben schaffen will, für den führt kein Weg an einer soliden Ausbildung vorbei. Die gibt es bei uns in Deutschland entweder in den Hochschulen oder auch in der dualen Berufsausbildung und der beruflichen Weiterbildung. Wie da die Situation bei uns in Mainfranken derzeit ist, das zeigt der Bildungsreport der IHK. In Mainfranken wird wieder mehr ausgebildet. Knapp 4.000 neue Ausbildungsverträge haben die mainfränkischen Unternehmen im Jahr 2015 abgeschlossen. Und das, obwohl sich immer weniger Jugendliche für eine Berufsausbildung entscheiden. Wir machen viel. Wir sind seit Herbst letzten Jahres mit dem Integrationspakt gemeinsam mit der Staatsregierung dabei, mit zahlreichen Projekten das Thema anzugehen. Was ich nur sagen kann, ist, wir müssen für Ausbildung werben, auch für Flüchtlinge. Das heißt, die Wirtschaft sollte Plätze bereitstellen für Flüchtlinge, zumindest für Praktika, im Idealfall auch für Ausbildung. Letztendlich ist Ausbildung das beste Mittel zur Integration von Menschen in Arbeit und eben auch in das Leben. Die Stadt Würzburg hat 17% mehr abgeschlossene Arbeitsverträge als noch im Vorjahr und ist damit Spitzenreiter. Schlusslicht ist Schweinfurt mit 6% Rückgang. Zwei Kampagnen der Industrie- und Handelskammer sollen noch mehr Jugendliche für eine Berufsausbildung begeistern.
Wir schauen uns jetzt ein bisschen um im TGZ-Gebäude und gucken nach, wer ist denn hier zum Beispiel Mieter. Exemplarisch stellen wir Ihnen die Firma Greenspin vor und bei mir ist der Gründer und Mitgeschäftsführer Clemens Delatré. Herr Delatré, was macht Greenspin? Greenspin ist spezialisiert auf die Auswertung großer Datenmengen für die Landwirtschaft. Wir werten und sammeln Daten aus dem Bereich Satellitendaten, Satellitenbilddaten, Wetterdaten und Bodendaten auf und werten diese aus, damit der Landwirt im Ackerbau Entscheidungen, bessere Entscheidungen treffen kann. Für die Landwirte ist dieser Service kostenlos. Womit machen Sie Ihr Geschäft? Das Geld, was wir verdienen bisher, verdienen wir über die Umsätze mit Industriekunden, denen wir helfen, das Thema Digitalisierung schneller umzusetzen, voranzutreiben und in deren Geschäftsmodelle zu integrieren. Wir haben tatsächlich ein sehr interdisziplinäres Team, da achten wir auch besonders drauf. Wir haben zum Teil Geografen, aber auch Informatiker oder Geodäten, die mit uns zusammenarbeiten, die neuen Technologien für die Landwirtschaft zu entwickeln. Im Jahr 2013 haben Sie das Unternehmen gegründet und das quasi direkt von der Universität weg. Wie war das damals und wie hat sich das seitdem entwickelt? Das war zum Teil direkt von der Universität weg tatsächlich. Also Kollegen von mir hatten gerade ihre Doktorarbeiten geschrieben und es neigte sich dem Ende zu. Wir hatten ein paar Jahre vorher schon darüber gesprochen, über die Möglichkeit auszugründen mit diesem Thema. Wir haben dann uns als Team zusammengetan. Ich bin dann aus der Wirtschaft wieder zurückgekommen an die Universität und wir haben ein Stipendium des Bundeswirtschaftsministeriums bekommen, ein sogenanntes Exist-Gründerstipendium. Und mit diesem Geld, was wir bekommen haben, haben wir die Firma gegründet und ein Jahr uns konzeptionell vorbereitet für diesen doch auch teilweise sehr schwierigen Weg und diese schwierige Entscheidung. Und haben uns seitdem aber sehr gut entwickelt und sind wirklich mit einigen, aber dafür sehr wichtigen Kunden gut ins Geschäft gekommen. Jetzt sind Sie hier ins TGZ eingezogen. Am 1. März haben Sie den Mietvertrag unterschrieben quasi. Was finden Sie denn hier in diesem neuen Gebäude für Arbeitsbedingungen vor? Ja, wir haben sehr viel Platz, also gerade im Vergleich zum vorherigen Büro. Es ist alles sehr neu, es ist alles sehr gut gedämmt. Wir haben also da vortreffliche Bedingungen sozusagen, um uns auf die Arbeit zu konzentrieren. Jetzt haben wir auch das Glück, dass wir eventuell sogar noch mehr Büros anmieten können bei Bedarf. Und wir hoffen, dass wir das auch umsetzen können in den nächsten Jahren, dass wir also nicht jetzt auf dem Team, bei der Teamgröße stagnieren, sondern letztendlich auch da weiter wachsen können. Einen weiteren Mieter hier im TGZ möchten wir Ihnen vorstellen. Es ist das Zentrum für Telematik und der Geschäftsführer ist hier bei mir, Daniel Eck. Herr Eck, was machen Sie hier im Zentrum für Telematik? Ja, wir beschäftigen uns mit Forschungen auf dem Bereich der Telematik. Das bedeutet, wir haben zwischen Anwendung und Anwender eine Kommunikationsstrecke und in diesem Bereich versuchen wir neue Entwicklungen, neue Bestrebungen umzusetzen und auch für die Industrie bereitzustellen. Wir gehen mal die vier Abteilungen ganz kurz durch. Das sind so vier Hauptgebiete, in denen Sie aktiv sind. Das ist einmal die Raumfahrt. Was machen Sie da? Ja, im Bereich Raumfahrt geht es bei uns um Satellitenformationen. Hier vor allen Dingen um Kommunikation, um die Erde aufzuspannen, um die Erde zu beobachten. Um dies umzusetzen, haben wir hier in dem neuen Gebäude jetzt auch eine große Testhalle dazu bekommen, in der wir momentan die Bewegungssimulatoren aufbauen, um dort Umläufe von Satelliten zu simulieren und nachzufahren. Eine weitere Abteilung, das sind die sogenannten mobilen Systeme. Was ist denn da mobil? Ja, wir haben mobile Roboter und untersuchen hier verschiedene Anwendungen. Eine Beispielanwendung sind Transportaufgaben in Produktionsumgebungen, das heißt wirklich für Industrie 4.0. Wir wollen den Transport von Material so gut wie möglich automatisieren. Man kannte das früher, man hat Linien auf dem Boden gehabt, denen der Roboter gefolgt ist oder irgendwelche Markierungen im Boden gehabt. Und wir wollen weg von diesen festen Linien, sodass der Roboter sich frei in einer Industrieumgebung bewegen kann. Automatisierung, das ist ein weiteres Thema, das gehört auch zu dem Industrie 4.0, dass eben die Kommunikation zwischen Maschinen oder zwischen Mensch-Maschine optimiert wird. Wie funktioniert das?
Ja, hier gibt es auch verschiedene Anwendungen. Eine Beispielanwendung, die wir hier nutzen, ist Augmented Reality. Hier werden dem Nutzer mehr Informationen durch bei uns zum Beispiel einen Beamer eingeblendet, sodass der Nutzer einfach und schneller mit der Maschine kommunizieren kann und ihm auch Informationen von der Maschine über diesen Beamer auch auf die Arbeitsfläche eingeblendet werden können. Und zu guter Letzt der Arbeit hier in Ihrem 25 Mitarbeiter starken Team ist auch die Telemedizin ganz wichtig. Um was geht es da? Im Bereich Telemedizin geht es um die Übertragung von Patientendaten. Die muss zum einen sicher passieren, aber auch weitere Aspekte wie Farbechtheit sind hier extrem wichtig, sodass Ärzte entscheiden können, was muss ich tun, damit es dem Patienten gut geht. Vielen Dank, alles Gute und viel Erfolg für die weitere Arbeit. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen bei IHK TV heute bei dieser Sendung im Monat April. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. IHK Würzburg-Schweinfurt. IHK TV wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mainfranken-Würzburg. Die regionale Wirtschaft im Fokus mit Business TV. Erfahren Sie alles Wissenswerte über die bedeutendsten Unternehmen der Region. Informativ und kompetent. Business TV in Kooperation mit der IHK Würzburg-Schweinfurt.